Ich nehme nebenbei Wetten an, wie viel Werkzeug bei diesem Bau letzten Endes draufgehen wird. Unterschieden wird in Eisen und in Diamanten. Also sagt ihr, ja, also 5 Diamantspitzhacken gehen da mindestens bei drauf. Dann schreibt ihr das so. Wenn ihr sagt, ja, mach mal. Du wirst sowieso 3 Schaufeln brauchen, 5 Spitzhacken und das alles aus Diamant. Okay. Also, versteht ihr, wie ich meine? Könnt ihr einfach mal so in die Kommentare schreiben und bin mal so gespannt, was ihr so vermutet. Ich bin selber gespannt letzten Endes, was wir verbrauchen werden. Weil es ist ja immer schön, so großartige Bauprojekte zu haben. Aber der Witz ist ja letzten Endes. Erstens, es dauert furzlange und ist furztrocken. Sofern man es nicht vernünftig rüberbringen kann. Oder aber, das zweite ist ja, dass es unheimlich an Werkzeug und letzten Endes insgesamt an Rohstoffen verschlingt. Auch wenn wir jetzt hier größtenteils alles rausreißen, ist ja nach wie vor immer noch der Verlust irgendwo da. Und da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Nehmen wir hier oben, werden wir eine schöne Decke reinzimmern. Weiß man noch nicht, woraus? Genau, das könnt ihr mir auch gleich mal vorschlagen. Woraus soll unsere Decke in der zweiten Etage hier oben werden? Na? Na, weißt du schon? Na dann, schreib's in die Kommentare. Ich freue mich über jeden geschriebenen Kommentar. Gesprochenen auch, allerdings, das ist so ein bisschen schwer für mich dann nachzuvollziehen. Wenn ihr dann so zu Hause vor eurem PC sitzt, so derpi derpi derp. Oh mein Gott, Roffel, lol, XD. Das ist dann für mich so etwas schwierig nachzuvollziehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß, da ist unheimlicher Nachholbedarf, aber was will ich machen? Ich kann nichts dagegen tun. Es ist nun mal so. Und diese ganze Erde, Düm, düdüm, düdüm, düdüm. Wo wir aber hier gerade allgemein beim Hausbau sind. So einer wie ich. Man nennt uns ja für gewöhnlich Gamer. Stinken, sind hässlich, haben keine Freundin, haben sowieso keine Freunde. Und, naja. Gut, ihr kennt die ganzen Vorurteile ja. Ich so für meinen Teil brauche ein Haus später, habe ich mir so gedacht, mit Glasfaseranschluss. Oder vergleichbar schnell. So ungefähr zumindest. Ich bin draußen. Ja. Und da fällt mir auch schon gleich die nächste Hürde, die wir irgendwie meistern müssen. Um die Ecke bauen. Frank, was ist das? Achso, da hier ist die Treppe. Achso. Ah, das ist natürlich tricky, tricky, tricky. Yay, it's tricky. So. Düpi, düpi, düp. Düp, 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 düp. Aber, um nochmal auf das Thema jetzt mit dem Glasfaser zurückzukommen. Es wurde jetzt schon wieder, was heißt jetzt? Ich meine, das Thema habe ich jetzt schon seit ganz vielen Folgen drin. Also ich habe ja so eine kleine Minecraft-Themenliste. Ja, falls es denn doch zu langweilig wird und zu eintönig, dass man da denn doch etwas macht. Ist ja auch wurscht auf jeden Fall. Ich schweife neuerdings unheimlich gerne vom Thema ab. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich meine, das fällt mir andauernd selber auf. Ich schwafel und schwafel und schwafel. Und letzten Endes das, was ich sagen wollte, kommt nicht rüber. Naja, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall. Was? Wieso waren wir jetzt wieder hier? Auf jeden Fall wird das ganz lustig da oben. Und haben wir noch Truhen? Ja, wir haben noch Truhen. Truhen. So. Nee, da packen wir mal nur die Erde rein. Ja, das war jetzt natürlich super intelligent von dir, Sven. Ich muss schon sagen, ich bin echt begeistert von deinen herausragenden Leistungen. Wie war das? Er hat sich immer stets bemüht. Genau. So.
gehen wir mal eben wieder nach oben und holen uns die ganze Erde. Die ganze Erde. Was war das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber so im Nachhinein will ich es, glaube ich, auch gar nicht wissen. Was ich da gesehen habe und was es hätte sein können und... Nee. So. Auf jeden Fall, wo wir stehen geblieben. Genau. Glasfaser. Da haben unsere Herren Wissenschaftler und Experten und wie sie sich nicht alle schimpfen mögen, haben einen neuen Datendurchsatz. Also im Prinzip das, was ich in der Sekunde über diese Leitung, jetzt mal über das Kabel, Glasfaserkabel, ist ja wurscht auf jeden Fall, haben einen neuen Datendurchsatz erreicht. Zwar, so wie ich gelesen habe, noch unter Laborbedingungen, aber wir wissen ja, das, was im Labor schon unter Optimalbedingungen funktioniert, dauert ja in der Regel nicht lange, bis man es sich kaufen kann. Auch wenn es dann eventuell erstmal nur für die etwas wohlhabenderen Leute zur Verfügung stehen wird. Und auch, muss ich gleich von vornherein zugeben. Wow. That's very, very uncool. Jetzt weiß ich auch, was ich da gesehen habe. Und auch nicht gleich in der Infrastruktur des... der deutschen... Punkt. Nee, ja, Punkt. So, peng aus. Genug vom Thema. Nee, das ist... Ich sabbel mir noch Kopf und Kragen und letzten Endes stimmt da sowieso alles wieder nicht. Heißt wieder, voll der Kackpunkt, ey. Ja, ich hab gedacht, ich hab da noch einen Creeper gesehen. Dem. Ja. Oh, ja. Ach. Wusstet ihr eigentlich, dass Saddam Hussein... Wisst ihr, damals von wegen hier... Und na? Dass der und George Bush angeblich den gleichen Vertreter für seine Schulen hatte? Für Schulen, sage ich schon. Schuhe hatte? Das hat mich doch etwas, naja... verwundert, als ich das gehört habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann, also ich meine, der eine kommt von da und der andere kommt von da und trotzdem haben beide denselben Schuster. Wie? Wie kann man sich rein zufällig auf dieser großen Welt mal eben so wieder treffen? Obwohl, das Internet ist ja angeblich größer. Sagt man zumindest so. Und da habe ich, ihr werdet es nicht glauben, neulich einen aus meinem alten GTS-Clan wieder getroffen. Der hat sich zwar so überhaupt nicht mehr an mich erinnert, aber das ist eine andere Sache. Er war es, definitiv. Und ich war, also wir hatten uns weder noch in der Friendlist bei Steam, noch, dass wir uns irgendwie vorher mal irgendwie auf dem Server getroffen haben. Das war also wirklich ein purer Random-Server. Also es war wieder Counter-Strike, das Game. Und da gibt es ja auch ein paar mehr Server, so ist es ja nicht. Und wir haben uns wirklich, ja, bei den ganzen, ach so, tausenden Servern wieder getroffen. Da habe ich doch schon so ein bisschen so, vielleicht bist du doch nicht so allein hier. Vielleicht solltest du doch ab und an mal die Pornos aus, was? Nein, das habe ich auf jeden Fall schon ziemlich verwundert. Dass man sich doch letztendlich so leicht wieder treffen kann. Vor allem, dass es auch so schnell geht. Da denkt man, man hört von den Leuten elendig lange nicht. Wow! Oh! Mama, es hat mich erschreckt. Jo. Ich nehme ihn noch eben mit. Da, das lasse ich mir auf jeden Fall nicht lumpen, auf die Skelette einzuprügeln. Und auf Popel. Ich mag Po... Ja. Denn... Wir wollen erstmal wieder ins Bett. Moment, habe ich gerade das Spiel geglitscht? Ja, das Spiel habe ich gerade geglitscht. Also, man merke, wenn man gerade dabei ist, ein Brot zu essen und dann rein zufällig auf die komische... auf das komische Bettchen guckt, ne? Dann schläft man und isst dabei ein Brötchen. Ist das nicht cool? Mensch, das ist ja noch unnützer als das Wissen, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Und das geht mir irgendwie gerade voll auf den Zeiger. Danke sehr. So. Oh, schönes Blümchen.
Hage, Hage, Hage. Ja, freut euch nur, solange ihr noch könnt. Nicht mehr lange. Und es wird... Sag mal, hackt's bei dir? Das ist meine Bude. Raus hier. Ey, hast du mich geschubst, ha? Hast du mich geschubst? Ja, jetzt liegst du am Boden. So. Meine Güte, ey. Das ist immer das Gleiche mit diesen komischen Vollpfosten, ey. Es ist... Entschuldigung, es tut mir so sorry. Ja, nicht so sorry, sondern was hast du gesagt? Ach ja. Wie gesagt, so viel zum Thema. Man sollte nicht irgendeinen Scheiß gucken und dann danach aufnehmen. Das macht sich definitiv nicht gut. Nö, macht sich nicht. So, aber ich muss jetzt wirklich... Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Stirb. Aber lass mich leben. So. Aber wie gesagt, wir trinken jetzt nochmal eben was. Und dann würde ich auch schon fast behaupten, dass wir hier schon mal waren. Denn wir haben hier Cobblestone. Nein, ich wollte was trinken, Mann. Schmeckt das gut? Oh, das ist vorzüglich. Wie soll ich bloß den ganzen Scheiß hier beleuchten? Na, das machen wir, das, da machen wir uns mal ein anderes Mal Gedanken drüber. So. Aber wisst ihr was? Wisst ihr wirklich was? Ich glaube dafür, für diese doch komischen Arbeiten hier, werde ich mir glaube ich noch jemanden zu Rande ziehen. Glaube ich. Dieser jemand wird wahrscheinlich jemand sein, den ihr schon kennt. Aber das muss ich nochmal schauen, wie ich das mache. Und ob ich es mache und wie ich es mache. Und also von daher, legt euch da noch nicht so fest, dass nächste Folge, beziehungsweise nachdem ich hier die Aufnahme beendet habe, dass dann jemand dabei sein wird. Ich kann euch nichts versprechen. Eventuell, aber nö, ich glaube eher nicht so. Weil ich habe schon einige Anfragen gekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch so aus dem mehr oder weniger Bekanntenkreis, die man so über irgendeine komische Skype-Konfi mal kennengelernt hat. Habe ich schon so einige Anfragen gekriegt, so von wegen, na, kann ich nicht mal bei der Minecraft-LP dabei sein? Nein! Nein! Nur mal nochmal an dieser Stelle gesagt. Es liegt aber nicht an ihm, sondern vielmehr daran, dass ich das Minecraft-LP ja eigentlich so mehr solo-mäßig machen wollte. Eigentlich. Ich meine, bei sowas, also das ist ja, hallo? Ich meine, wie lange wollen wir denn da dran sitzen? Hä? Ganz ehrlich. Das wäre ja unglaublich, wäre das. Aber ich glaube, da werde ich mal den Nura fragen, den Nuralium, den man ja auch schon aus einigen anderen Videos ja bereits kennt. Zumindest die einen oder anderen. Ob ihr ihn nur kennt, persönlich, das kann ich euch leider nicht sagen. Aber, nun, ne? Also von daher, so. Wow! Hey! Bist du denn bescheuert? Wo ist mein Schwert? Jetzt gib mir doch erstmal mein Schwert her. Danke sehr. So. Danke sehr. Jetzt haben die mir ja alles kaputt geschossen, die Blödmänner. Okay. Ich glaube, den Berg muss ich sowieso dann nochmal reparieren. Lass mich mal rein hier. Danke sehr. Oh mein Gott. Aber wieso waren da 3 Creeper? Ah, hier waren ja nur 2. Trotzdem. Wieso waren da so viele Creeper, Mann? Ich glaube es ja wohl nicht. Hey! Wo geht's eigentlich hier hin? Wo geht's hier hin? Oh, hier geht's ja gar nicht dahin, wo ich denke, wo es hingeht. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Bam, 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 bam.